isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk. So, Dolphins, Gabo gerade am Start, wir kommen zu den nächsten. Ja, ich habe mal gedacht, mal zu Matchtext 15, 16, die letzten, das werden auf jeden Fall die letzten Booster auf meinem Kanal werden. Ja, die Serie hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ja, Matchtext, ich mag ja Matchtext auch so. Und ja, Leute, es wird auf jeden Fall im September bei mir auf meinem Kanal Matchtext 17, 18 kommen. Starter Pack etc., alles wird kommen auf jeden Fall. Letztes Jahr gab es ja bloß, dass die große Tin nicht. Ansonsten gab es alles, ne? Genau. Und ja, Leute, vielleicht gibt es ja hier noch einen Club 100er, den ich brauche. Oder nochmal hier ein paar Spieler, die ich brauche. So, hier ist nochmal auf jeden Fall nochmal hier die Checklist. Und wenn der Fokus heute spielen würde, würde ich das euch auch gerne mal nochmal zeigen. So. Auf jeden Fall, es waren hier, also man kann ja eigentlich schon sagen, waren, weil es ist ja die abgelaufene Saison 16-17. Für das ist damit gerade verfügbar, Club 100 Fragen, Clubkarten, ein Pack. Vielleicht ziehe ich ja nochmal Gladbach und Hertha. Das wäre ja richtig nice, weil die zwei brauche ich ja noch. Starspielerkarte, eine pro Tag immer 7-5, Kapitän. Da muss ich mal kurz niesen. Auf jeden Fall Kapitänkarte 1 pro 3,75. Matchwinner oder Hattrick-Helden 1,2,4. Und ein Club 131. Limitiert ist zu folgen, beigemischt. Eine goldene, eine in 375. Das war ja, ich glaube, Matsumitz? Ne, das war beim. Ich glaube, das war Matsumitz. Ja, Leute, ich würde sagen, reißen wir mal die schönen Booster auf. Um es sehen. Mensch, Gladbach, Mittelfeld. Das kann Mahmut Dahoud sein. Okay. So, das sind auf jeden Fall die zwei Powerkarten. Hier ist der Code, der natürlich abgelaufen ist. Ist ja klar. So, da haben wir auf jeden Fall als erstes hier Marcel Risse. Fokus. Jawohl. Nein. Auf jeden Fall Marcel Risse von 1. FC Köln. Lieb Grüße an dich, Jürgen. Bist der Köln-Fan. Ich glaube, den brauche ich noch sogar. Dann hier Stefan Kulusovic. Kulowitz, genau. Von Sandhausen. Dann hier noch von RB Leipzig. Marvin Kompea. Kommt her von Leipzig, dann ja auf jeden Fall noch hier Alexander Ring von Kaiserslautern. Dann Leon Balogun von Mainz 05. Julian Draxler, der jetzt auch bei der Confed Cup richtig durchstartet. Als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Manuel Gulde von Freiburg und noch Kacinovic von Frankfurt. Also wie gesagt, zwei 10er Booster, entsprechend vier 5er Booster. So, die erste Powerkarte ist hier von Kaiserslautern das Club-Logo. Nice! Und dann noch hier von Gladbach Mittelfeld. Es ist Lars Stindl, der jetzt auch beim Confed Cup einnetzt. Genau, der Gladbacher. Ich weiß gar nicht, ob der in Stock bei Gladbach spielt. Ja, keine Ahnung. So Leute, jetzt der letzte Booster aller Zeiten auf meinem Kanal. Mal gucken, was da noch so drin ist. Darmstadt. Ah, oh, na klasse, ey. Euer Ernst? Alles klar. Haben wir auf jeden Fall noch so einen Code. Dann hier noch Olkowski von Köln. Lassocker, Leute. Unterhemd Johnny. Dann hier noch Marc Stotterer von Heidenheim. Daniel Halfer, Kaiserslautern. Boja Majoral von Wolfsburg. Onisivo von Mainz 05. Klostermann von Leipzig. Und Abraham. Und Leute, die Powerkarten, ne? Heidenheim-Logo. Und
Junior Diaz Matchwinner. Ist ja nicht so, dass ich Junior Diaz fünfmal habe, ne? Auf jeden Fall, Lars Stindl hat mir noch gefehlt. Was mir auf jeden Fall Freude bereitet. Ich würde sagen, wenn es euch wieder gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über damit freuen. Ich bin auf jeden Fall schon gehypt auf Matchtag 17-18. Und, hier, Rematch TFK wird auf jeden Fall auch kommen. Mal gucken, was das Video eigentlich kommt. Ich drehe gerade am 29.06.2017. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis jetzt beim nächsten Mal wieder. Skywalker. Mö.